Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute, zum allerersten deutschen Atlas Reactor Champion Spotlight mit mir, der Zementente, und heute stelle ich euch Dr. Finn, den fintastischen Supporter, vor. Dr. Finn ist, wie schon gesagt, ein Supporter, der sich vorrangig durch eine ausgeglichene Anzahl an offensiven wie defensiven Fähigkeiten auszeichnet und durch ein hohes Area of Effect, also Flächenschaden, Potenzial glänzt. Dr. Finn besitzt zwei Skins, einmal seinen Basisskin mit mehreren verschiedenen Ausführungen und er besitzt den Primal Skin, in dem er zu einem Korallenmonster mutiert. Schauen wir uns nun Dr. Finns Fähigkeiten im Detail an. Dr. Finns primäre Fähigkeit ist Waterspout. Waterspout ist eine Angriffsfähigkeit, die in der Blastphase ausgelöst wird und keinen Cooldown besitzt. Hierbei richtet ihr in einem kegelförmigen Bereich vor eurem Charakter 15 bis 20 Schaden an einem oder mehreren Feinden an. Die Breite des Kegels könnt ihr selbst beeinflussen und damit auch den Schaden erhöhen oder senken. Macht ihr einen schmalen Kegel, trefft ihr wenige Gegner und richtet an diesen 20 Schaden an. Macht ihr den Kegel breiter, richtet ihr entsprechend weniger und am Ende nur noch bis zu 15 Schaden an. Hierbei könnt ihr den Kegel verbreitern oder verkleinern, indem ihr den Mauszeiger entweder von eurem Charakter wegbewegt, um den Kegel schmaler zu machen, oder zu eurem Charakter hinzieht, um den Kegel wieder breiter zu machen. Waterspout gibt euch 6 Energie pro Gegner, den ihr trefft. Waterspout trifft alle Gegner, die sich in seinem Kegel befinden, und kann auch mehrere Gegner, die hintereinander stehen, treffen, und kann auch über leichte Deckung hinweg halben Schaden anrichten. Waterspout wird aber nicht durch Wände hindurch Schaden anrichten oder Gegner treffen, die sich eben in solcher Deckung befinden. Waterspout besitzt 4 Modifikationen. Die erste Modifikation ist High Pressure und kostet 3 Modpunkte. Hierbei richtet ihr bis zu 5 zusätzlichen Schaden an, wenn ihr einen sehr schmalen Kegel benutzt. Insgesamt skaliert eure Fähigkeit dann von 25 bis 15 Schaden, bei maximaler Breite ist der Schaden aber immer noch bei 15. Die zweite Mod ist Spray and Play und kostet ebenfalls 3 Modpunkte. Hierbei erhöht ihr die Heilung eurer zweiten Fähigkeit um 2 Punkte pro Gegner, den ihr vorher mit Waterspout getroffen habt. Die dritte Mod-Fähigkeit heißt Firehose und kostet 2 Mod-Punkte. Mit dieser Fähigkeit erhöht ihr den Maximalradius eures Kegels um 30 Grad. Die vierte Mod-Fähigkeit heißt Catch of the Day und kostet 1 Mod-Punkt. Hierbei erhaltet ihr 6 zusätzliche Energiepunkte, wenn ihr nur ein einziges Ziel mit Waterspout trefft. Dr. Finns zweite Fähigkeit, Refreshing Spray, ist eine Heilfähigkeit und wird in der Prep Phase ausgeführt. Sie verfügt über einen 3 Runden Cooldown und heilt all eure Verbündeten in einem kegelförmigen Radius vor eurem Charakter um 24 Lebenspunkte. Gleichzeitig heilt sie Dr. Finn immer um 12 Lebenspunkte. Ihr erhaltet 6 Energie pro Gegner, den ihr trefft. Im Gegensatz zu seiner ersten Fähigkeit, Waterspout, könnt ihr den Kegel allerdings nicht in seiner Größe beeinflussen, indem ihr den Mauszeiger vor eurem Charakter bewegt. Der Kegel hat immer eine feste Größe. Auch Refreshing Spray hat 4 Modifikationen. Die erste Modifikation heißt Short Up und kostet 2 Modpunkte. Hierbei erhalten alle Ziele, die getroffen werden, 6 Schild in der Runde. Dieser Effekt gilt nicht für Dr. Finn selbst. Die zweite Modifikation heißt Muscles und kostet 3 Modpunkte. Hierbei erhält der nächststehende Verbündete, der von Refreshing Spray getroffen wird, den Statuseffekt Might in dieser Runde. Die dritte Modifikation heißt Selfish und kostet 2 Modpunkte. Hierbei heilt sich Dr. Finn selbst für weitere 12 Punkte, um damit 24 Punkte Heilung zu erhalten, allerdings reduziert sich dafür der Radius des Kegels um 15 Grad. Die vierte und letzte Modifikation heißt Heal in One und kostet 1 Modpunkt. Hierbei erhöht sich die Heilung, wenn nur ein einziger Verbündeter getroffen wird, um 8 Punkte auf eine Gesamtheilung von 32. Dr. Finns dritte Fähigkeit ist Electrifying Eels. Electrifying Eels ist eine Angriffsfähigkeit, die in der Blastphase ausgelöst wird. Diese hat einen 3 Runden Cooldown und gibt euch 8 Energie pro Gegner, den ihr trefft. Auf einer schmalen Linie schießt ihr eine kleine Gruppe Aale entlang,
die am nächsten getroffenen Gegner 22 Schaden verursachen und diesen bis zum Ende der Runde aufdecken. Befindet sich dieser Gegner in der nächsten Blastphase in der Nähe eines Verbündeten, springt der Aal zu diesem Verbündeten weiter und verursacht denselben Effekt von 22 Schaden und Aufdecken an diesem Gegner. Electrifying Eels besitzt vier Modifikationen. Die erste Modifikation heißt That Magic Eeling und kostet 2 Modpunkte. Hierbei kann der Aal ein weiteres Mal springen, womit er insgesamt 2-mal springt. Die zweite Modifikation heißt Spout of Sight und kostet ebenfalls 2 Modpunkte. Mit dieser Fähigkeit kann der Aal Ziele treffen, die unsichtbar oder in Deckung sind. Die dritte Modifikation heißt That's a Moray und kostet 3 Modpunkte. Hiermit können die Aale nun auch auf Verbündete springen, wodurch diese die Statuseffekte Might und Energize erhalten. Die vierte Modifikation heißt Master Angler und kostet 1 Modpunkt. Hierbei fügen die Aale 6 zusätzliche Schadenspunkte zu, wenn sie springen. Dr. Finns vierte Fähigkeit ist Bubble Trouble. Bubble Trouble ist eine Unterstützungsfähigkeit, die in der Prep-Phase ausgelöst wird und einen 4-Runden Cooldown besitzt. Hierbei wirft Dr. Finn eine kleine Blase auf einen Verbündeten, die bei diesem ein Schild von 40 Punkten verursacht. Dieses Schild absorbiert bis zu 40 Punkte Schaden. Zusätzlich wird dieses Schild in der Blast-Phase explodieren und an naheliegenden Gegnern 10 Punkte Schaden und den Effekt Slow verursachen. Ihr erhaltet 8 Punkte Energie, wenn ihr das Schild castet, und noch einmal erneut 4 Punkte Energie für jeden Gegner, der vom Effekt getroffen wird. Die Fähigkeit Bubble Trouble verfügt über 5 Modifikationen. Die erste Modifikation heißt Off the Hook und kostet 2 Modpunkte. Hiermit erhält das Ziel, das von euch den Schild erhält, auch den Statuseffekt Unstoppable bis zum Ende der Runde. Die zweite Modifikation heißt Double the Bubble und kostet 1 Modpunkt. Hiermit wird die Bubble nicht am Ende der Runde aufhören zu existieren und auch in der nächsten Runde erneut Schaden verursachen, sofern nicht die 40 Schildpunkte komplett aufgebraucht werden in einer Runde. Die dritte Modifikation heißt Bubble Time und kostet 2 Modpunkte. Hiermit reduziert ihr den Cooldown der Fähigkeit um 1 auf dann 3 Runden Cooldown, aber ihr reduziert auch die Anzahl der Schildpunkte, die generiert werden, um 10. Die vierte Modifikation heißt Bubble Trap und kostet 3 Modpunkte. Gegner, die jetzt von der Blase getroffen werden, erhalten nicht mehr den Statuseffekt Slow, sondern sogar den Statuseffekt Root, mit dem sie sich gar nicht mehr in der Runde bewegen können. Die letzte Modifikation heißt Cast Away, kostet 2 Modpunkte und sorgt dafür, dass ihr die Bubble auch durch eine Wand hindurch zielen könnt. Hat Dr. Finn 100 Energie gesammelt, kann er seine ultimative Fähigkeit Maelstrom einsetzen. Maelstrom ist eine Angriffsfähigkeit, die in der Blast Phase ausgelöst wird. Hierbei wird in einem 5x5 großen Rechteck jeder Gegner in die Mitte gezogen und erhält 30 Schaden. Maelstrom kann auch über Wände geworfen werden. Die so zueinander gezogenen Gegner erleiden den Effekt Knockback, wodurch sie sich in der Runde, in der sie getroffen werden, nicht weiter bewegen können. Ready for eels? Dr. Finns Ultimate Maelstrom besitzt 4 Modifikationen. Die erste Modifikation ist Riptide und kostet 2 Modpunkte. Hiermit werden alle Gegner, die von der Ultimate getroffen werden, mit dem Statuseffekt Slowed belegt. Die zweite Modifikation heißt Leech Infestation und kostet ebenfalls 2 Modpunkte. Hiermit erhält Dr. Finn 10 Leben pro Gegner, der von der Ultimate getroffen wird.
Die dritte Modifikation heißt Cast-Off und kostet einen Modpunkt. Hiermit wird der Effekt der Ultimate umgedreht. Statt dass die Gegner nun in den Mittelpunkt der Ultimate hineingezogen werden, werden sie per Knockback von der Ultimate weggestoßen. Die letzte Modifikation heißt Grant Thin Ale und kostet 3 Modpunkte. Hiermit fügt man an 10 zusätzliche Schadenspunkte an Ziele im Mittelpunkt der Ultimate zu und 5 Punkte zusätzlichen Schaden an Ziele, die in der Nähe des Mittelpunktes der Ultimate stehen. So, liebe Leute, das war mein Atlas Reactor Champion Spotlight für Dr. Finn, den Supporter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Wenn ihr Wünsche habt, welchen Atlas Reactor Freelancer ich als nächstes in ein solches Champion Spotlight packen soll, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr wissen wollt, welche Mods, Catalysts und Gedanken ich zu Dr. Finn als Spieler habe, dann schaut in das My Build Video rein, das ich euch hier verlinken werde. Ansonsten freue ich mich, euch in anderen Projekten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute und sag ciao, ciao.